Hallo und herzlich willkommen, ich bin wieder der Necke, Leute, das ist auch wieder eine kleine Runde Carsten Zombies Call of Duty Black Ops 3 mit 5 Room. Dann fangen wir jetzt mal an, okay, war hier erstmal Part 1, ne, auf dem Mülleimer oben. Zack. So, hier Part 2 und hier hinten haben wir Part 3. Aber dann machen wir erstmal den Strom auf, den bauen wir hier an, und dann öffnet sich das Fenster. Oder die Karte. Zum Teil 2 fangen wir hier hinten an. Hier ist B, ja? E. B. P. Da ist jetzt kein Teil und hier hinten ist jetzt auch kein Teil, ne? Und dann nehmen wir als letztes, nehme ich den O. Oder 0, keine Ahnung. Zack. Jetzt das Teil Part da. Und nächste Part ist da. Da. 1. Ich nicht. So. Haben wir hier den Part. Und schon können wir jetzt hier zusammenbauen. Den kommt hier aus dem Boden eine Schale. Und dann holen wir uns nur noch da oben. Da. Den Ball. Den filmen wir dann. Ja, fügen wir erstmal die Schale ein. Zack. Und dann. All power. All surrounded. Okay, die Schale ist jetzt im Bonus. So, dann müssen wir jetzt hier hoch. Und hier oben. Hier ist der weiße Schalter. Jetzt können wir uns teleportieren. Nice, Dicker. Ja, okay. Und da setzen wir jetzt erstmal die Kugel ein und dann wird das Ganze noch ein bisschen interessanter. Dann zeige ich euch da, was ihr machen müsst. Also müssen wir jetzt hier 4 Minuten versuchen zu überleben. Ja. Also ich kann euch nur empfehlen, nichts töten. Einfach nichts töten. Einfach die 4 Minuten durchziehen. Jawohl! Das war Perkaholic. Ja, jetzt ist es eigentlich bloß noch 50.000 Points zu machen. Okay, Digga, Alter, nice. Also Leute, abonnieren nicht vergessen, die kleine Glocke und kein Scream, kein Video zu verpassen. Und dann würde ich sagen, das war 5 War Room. Also Leute, peace.